Hi, mein Name ist Edu von Pop-Up Yoga und heute möchte ich dich direkt fragen, kannst du dich zurückerinnern an eine Entscheidung, die du kürzlich getroffen hast? Und kannst du dich zurückerinnern, ob die Entscheidung, ob du die getroffen hast, mit dem Kopf und dem rationalen Denken oder ob du eher auf dein Herz und deine Emotionen gehört hast? Und falls du auf deinen Kopf oder dein Herz gehört hast, was ist dabei rausgekommen? Und welche Entscheidungen in deinem Leben sind die Entscheidungen gewesen, die du getroffen hast und die dich langfristig erfüllt und glücklich gemacht haben? Und welche sind die Entscheidungen gewesen, die vielleicht kurzfristig wie so ein Pflaster ausgesehen und nach einer Lösung ausgesehen haben und vielleicht gar nicht so langfristig gewesen sind? Es ist spannend, um zu sehen, dass eigentlich genau das, der Konflikt zwischen Kopf und Herz, dass die zwei Spannungsfelder, das sind so wirklich Gegenpol, könnte man sagen. Und dazwischen ist eigentlich dort, wo wir unsere Entscheidung finden, das, was wir nachher ausdrücken. Also dort, wo nachher eine Aktion besteht, dort, wo wir handeln. Und spannend ist zu sehen, dass eigentlich die zwei Pole und die Entscheidungsfindung in der Mitte, dass sich das genau so im Körper widerspiegelt. Wir haben einerseits das Herz, andererseits den Kopf. Und im Yoga sagen wir, das fünfte Chakra da vom Hals ist das Zentrum vom eigenen Ausdruck, aber auch, wo wir Entscheidungen finden. Und dass wir das wirklich im Körper inne, haben wir genau die zwei Schwerpunkte und dazwischen das Zentrum, wo je nachdem, für was wir uns entscheiden, dort passiert der Ausdruck und das bringen wir in die Welt raus. Eigentlich möchte ich dir jetzt da gar nicht sagen, du musst unbedingt immer auf dein Herz hören oder du musst unbedingt immer, nein, sondern ich möchte, dass du anfängst, wie die Sensibilität zu entwickeln, um herauszufinden, wenn macht eine rationale Entscheidung Sinn und wenn macht eine Herzensentscheidung Sinn. Und ich würde sagen, dass für die langfristigen Entscheidungen, wirklich, wenn es um grosse Entscheidungen in deinem Leben geht, ist so die Herzensentscheidung. Das ist die, die langfristig haben. Das ist die, die wirklich von der Mitte von deinem Wesen kommt, wirklich aus deinem Herzzentrum. Und das ist die, die dich ganzheitlich wird erfüllen. Die rationale ist meistens die, die so ein bisschen kurzfristig für ein Problem das angeht, das lösen. Kann man wirklich auch rational fällen, aber einfach, dass man sich ein bisschen bewusst ist, dass so ein bisschen die grossen Entscheidungen viel langfristiger haben, wenn wir dir vom Herzen fällen. Was noch spannend ist, einfach, dass du auch wieder die Sensibilität mitnehmen kannst, ist, dass per se in unserer Gesellschaft sind einfach die Kopfentscheidungen, die rationalen Entscheidungen, denen geben wir normalerweise viel mehr Gewicht, weil wir können die rational eine Liste machen mit Plus und Minus und wir können da sehr gut mit einer rationalen Entscheidung umgehen und die anschauen und es ist einfach auch generell die Entscheidungsform, die bei uns so ein bisschen Standard ist. Und dass wir so die emotionale Entscheidung, die Entscheidung vom Herz, die wir meistens ein bisschen abwerten. Ganz oft haben wir die Tendenz, dass wir sagen, das sind die Emotionen und das ist vielleicht und hören vielleicht auch gar nicht so auf den Aspekt von uns hin. Und darum wirklich, dass du weißt, es gibt wirklich die zwei Aspekte, die sind beide sehr, sehr wichtig. Das rationale Denken ist wichtig, aber auch auf unser Inneres hören ist wichtig, auf das Herz hören ist wichtig. Und wie gesagt, das sind meistens die Entscheidungen, die vom Herzen kommen, das sind die, die langfristig dich erfüllen und dich auf so einen Lebensweg bringen, wo du im Einklang damit bist. Und die rationalen, die brauchen wir ab und zu, aber von der Gewichtung her können wir wirklich ein bisschen weniger gewichten und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Gewichtung diesen Herzentscheidungen zusprechen. Darum mit dem verabschiede ich mich von dir und hoffe, diese Serie hat dir gefallen, hat dir vieles mitgeben können, gewisse Inputs geben für deinen eigenen Lebensweg und auch wieder das so ein bisschen in der Zukunft, einfach, dass du immer kannst sagen, wow, grosse Entscheidungen habe ich mit meinem Herz gefällt und wirklich auch traust, auf dein Herz zu hören.